Zu unserer Filmreihe Ultraschall im modernen Klinikeinsatz sind wir heute in Unna zu Gast. Vom Dach des evangelischen Krankenhauses blicken wir über die Stadt. Von weit her sichtbar die evangelische Stadtkirche. Kehren wir zurück zu dem Gebäude, von welchem wir die Aussicht genießen durften. Das evangelische Krankenhaus Unna hat uns eingeladen, einen Tag lang am Klinikalltag teilzuhaben. Begleiten Sie uns. Jetzt im Interview Dr. Dietmar Herberhold. Ja, ich bin der Stiftungsvorstand des evangelischen Krankenhauses Unna und wie der Name schon sagt, in der Rechtsform einer Stiftung, ist eine altehrwürdige Stiftung, die schon fast 160 Jahre hier vor Ort sich um die Versorgung von Patienten kümmert. Wir sind ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, haben allerdings auch Fächer mit einem Alleinstellungsmerkmal wie Orthopädie, Neurologie, Gefäßchirurgie. Wir versorgen etwa 12.000 Patienten stationär und mehr als das Doppelte ambulant pro Jahr. Wir sind gut 750 Mitarbeiter, haben auch noch eine große Zentralapotheke, die eine Reihe von anderen Krankenhäusern versorgt. Was uns besonders auffiel, das gesamte Team strahlt Harmonie, Teamgeist und Freude an der Arbeit aus. Was hat Sie davon überzeugt, Ultraschallsysteme in allen Abteilungen einzusetzen? Das hat hier im Hause eine gewisse Vorgeschichte, weil unsere Anästhesisten unter der Leitung von Dr. Armbruster sich schon seit Jahren mit einem Spezialgebiet beschäftigen. Die machen nämlich die Leitungsanästhesien am Körper unter Ultraschalleinsatz und da sind wir durchaus, glaube ich, auch federführend. Und diese Expertise im Hause haben wir dann dazu genutzt zu sagen, die Geräte sind kleiner geworden, sind mobiler geworden als früher. Warum lassen wir nicht alle Ärzte des Hauses davon partizipieren? Und daher haben wir all unsere Ärzte im Notfall Ultraschall ausgebildet, haben im Haus Geräte aufgestellt, sodass sie jederzeit und überall nutzbar sind. Und ich glaube, dadurch haben wir einen ganz erheblichen Qualitätsgewinn erzielt, der sozusagen unseren Patienten dient, aber andererseits auch den Ruf des Hauses sicherlich stützt. Hier verstehen sich alle als ein fester und vor allem angesehener Teil Unnas. Somit wird man hier dem Leitspruch gerecht. Der Mensch im Mittelpunkt. Welche wirtschaftlichen Aspekte haben zu Ihrer Entscheidung geführt, dieses Konzept umzusetzen? Ja, es sind sicherlich nicht nur wirtschaftliche Aspekte, obwohl die allerdings bei den verschiedenen Perspektiven, die man da aufmachen kann, auch immer irgendwie eine Rolle spielen. Das sind im Wesentlichen erstmal Qualitätsfragen, Dinge, die auch unseren Patienten zugutekommen. Auch die Ärzte selber Spaß dran haben, verkürzt eben die Zeiten der Diagnostik. Und ich kann da einfach mal Beispiele nennen. Wenn alle Ärzte 24 Stunden, 365 Tage in der Lage dazu sind, auch in Notfällen per Ultraschall relativ zügig zu einer Entscheidung zu kommen, dann kann das Diagnostik erheblich verkürzen im Sinne des Patienten. Das spart natürlich letztendlich auch ein, unter anderem vielleicht die eine oder andere Röntgenaufnahme. Das wiederum ist dann als Strahlenbelastung beim Patienten auch nicht da. Und so gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die sozusagen eine Mischung aus Qualitäts- und Kostenfragestellungen beinhalten würden. Dieses Haus bietet über 300 Betten in 7 medizinischen Fachabteilungen. Mehr Informationen finden Sie hier. Caridio Image und Eventfilmproduktion.